Hallo, in dieses Video werde ich mal das Konzept von Fly-by-Wire kurz erklären. In einem klassischen mechanischen System, wenn ich jetzt hier aufs Gaspedal presse, geht diese Pressung, die ich gemacht habe, über eine Art Kopplung zur Drosselklappe. Und diese Kopplung kann entweder so ein Satz Stangen sein oder eine Art Kabel, das dann diese Drosselklappe aktiviert und somit kontrolliere ich dann, wie schnell dieses Fahrzeug geht. Ein zweites Beispiel ist hier, wenn ich auf die Bremse presse, gibt es da ein hydraulisches System, das dann die einzelnen Bremsen aktiviert. Ja, und in beiden Fällen habe ich als Fahrer einen physischen Kontakt zu dem System, was ich kontrolliere. Also hier habe ich einen physischen Kontakt über diese Stangen oder Kabel zur Drosselklappe und hier über die Hydraulik habe ich auch einen physischen Kontakt zur Bremsen. Bei Fly-by-Wire ist das dann komplett anders. Da, wenn ich jetzt auf eine von den Pedalen presse oder auf beiden sogar, wird das an einem Computer übermittelt und der Computer entscheidet dann, oder sagen wir mal so, schickt dann digitale Signale an Stellmotoren und diese Stellmotoren aktivieren dann die, sagen wir mal, Drosselklappe oder Bremse. Okay? Und dadurch, dass der Computer seine Signale über ein gewisses Kabel oder Wire übermittelt, heißt das System Fly-by-Wire. Ich habe jetzt als Fahrer keinen direkten physischen Kontakt zur Systeme, die ich kontrollieren will. Ich habe nur einen direkten Kontakt zum Computer und der Computer dann über elektrische Kabel übermittelt dann Signale an den diversen Systeme. Und die Systeme werden dann durch Stellmotoren aktiviert. Ja, also zum Beispiel, ich presse das Pedal runter, geht ein Signal. Ah, Pedal wurde zum Beispiel 50% gepresst. Das heißt, der Stellmotor soll die Drosselklappe um 50% drehen. Ja, und das heißt, somit ist nur 50% von Power verfügbar. Oder wenn ich voll auf die Bremse presse, dann sagt der Computer, okay, vor Vollpressung, der Stellmotor soll die Bremse voll an der Bremsscheibe presse, damit das Auto so schnell wie möglich oder das Fahrzeug so schnell wie möglich stoppt. Das ist Fly-by-Wire. Was sind die Vorteile von Fly-by-Wire? Okay, erstens ist Gewicht. Dadurch, dass man keine Hydraulik hat oder kein Kabel oder Gestänge hat zwischen Fahrer und die Systeme, die der Fahrer kontrollieren muss, spart man einen Haufen Gewicht. Und zweitens auch automatische Input. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich fahre jetzt ein Auto und ich schreibe es mal hier, da kann auch automatische Eingabe erfolgen über so ein System. Zum Beispiel, nehmen wir an, ist jetzt glatt und ich presse auf das Gaspedal voll. Der Computer dann durch die Autoeingabe kann dann sehen, dass, oh, warte mal, wenn ich jetzt genau das übermittle, was der Fahrer gemacht hat, werden sich die Räder schleudern auf dem Eis. Deswegen werde ich viel weniger ein kleineres Signal geben an den Stellmotor, damit das Gaspedal nicht zu viel aktiviert wird, weil sonst werden die Antriebsräder schleudern und das Auto gerät dann komplett im Schleudern. Genauso ist es mit den Bremsen. Wenn ich zu viel auf die Bremsen presse, gerade wenn es glatt ist, der Computer entscheidet, durch das Autoeingabesystem. Das Autoeingabesystem hat dann gewisse Sensoren und so weiter. Das sieht dann, wie das Auto oder kann das Verhalten des Autos messen. Und somit kann der Computer dann entscheiden, wie viel Signal oder wie stark das Signal sein soll an dem Stellmotor. Ja, und das kann der Computer entscheidet dann, wie viel Bremse soll gepresst werden. Obwohl der Fahrer volle Bremsung aktiviert hat, reguliert der Computer den Stellmotor ganz anders, je nachdem, was die Autoangabe sagt, also was die Sensoren und so weiter sagen über die Umgebung des Autos. Okay? Und das ist der zweite Vorteil von so Fly-by-Wire. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Moderne Kampfflieger sind sehr unstabil. Die sind sehr unstabil konzipiert, damit sie auch, weil sie sollen effizient sein. Zum Beispiel dieser Allflügelbomber, der B-2. Ja, das ist ein sehr unstabiles Flugzeug zum Fliegen. Kein Mensch kann das allein fliegen, weil
dieses System ist sehr unstabil. Es erfordert hunderte von Korrekturen, jede Minute oder jede Sekunde erfordert das hunderte von Korrekturen, das kein Mensch machen kann. Und da ist, wo Fly-by-Wire reinkommt. Fly-by-Wire und so eine Art Autopilot können dann diese Korrekturen automatisch machen, ohne dass der Pilot etwas mitwirken oder etwas mitwirkt. Ja, das heißt, das System bleibt stabil, automatisch, und diese Stabilität erfolgt durch einen Autopilot, aber noch viel wichtiger ist, durch den Computer hier können diese hunderte von Befehle sehr schnell und sehr einfach an den einzelnen Flächen übertragen werden. Ja, und deswegen ist Fly-by-Wire heute in alle modernen Flieger gang und gäbe, sei es Kampfflieger oder von der zivilen Luftfahrt. Ich weiß auch, in viele Rennautos ist auch Fly-by-Wire gang und gäbe, weil es lässt sich viel besser kontrollieren und man spart viel Gewicht. Ja, und deswegen können jetzt theoretisch bei Fly-by-Wire muss der Pilot nicht mal im Flugzeug sitzen, sondern er kann außerhalb sitzen. Er muss nur den Computer kontrollieren und der Computer in dem Sinne dann kontrolliert das Fahrzeug selber.